Hey ho, endlich ist es soweit. Ich starte mit Projekt Arcade oder Projekt Arcade. Naja, kann man sagen, wie man will. Und das ist der erste Teil, ganz klar. Wir machen erstmal eine komplette Übersicht. Ein klitzeklein bisschen habe ich ja schon vorgearbeitet. Da habe ich ein oder zwei Aufnahmen dazu gemacht. Die spiele ich, wenn es an der Stelle, an der Zeit ist, dann dazu ein. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir erst einmal an mit dem Holz da unten, was ich besorgt habe, eingekauft habe. Und dann, ja, man kann es jetzt, doch, man sieht ihn hier. Dann fangen wir mit dem Karton an. Den packen wir so nach und nach aus. Schauen wir, was wir alles haben. Ich habe so gut wie alles hier. Es kann sein, dass ich noch ein paar Schrauben und ein paar Holzleisten brauche und definitiv noch drei Plexiglasscheiben. Aber die kann ich dann erst später bestellen, wenn ich die genauen Maße habe. Ja, was quatsche ich jetzt viel? Fangen wir an, sonst dauert das Video wieder ewig und ich will es ja heute noch rausschmeißen. Nee, heute schaffe ich das nicht mehr, morgen oder mitten in der Nacht. Schau mal da runter, da liegt das Holz. Ich habe jede Menge Holzplatten eingekauft. Die Seitenwände 16er MDF. Die Türe vorne dran, dann glaube ich auch ein 16er und der Rest ist alles 12er. Und ja, aus dem bauen wir das Chassis, den Körper, das Gehäuse, das Kabinett, sagen wir wieder Kabinett. Ja, und nochmal die Cam auf mich. Ja, dieses Mal verlasse ich mich nicht auf die Hilfe vom David. Oh, ich weiß nicht, und ich kann nicht erst da, ich habe doch keine Zeit, bla bla bla. Nein, ich baue komplett selber. Dazu habe ich mal auch noch ein bisschen Werkzeug bestellt, werde ich bestimmt wieder mal verwenden können, brauchen, und ja, das ist auch mit dem Karton drin, aber jetzt gehen wir darüber und gucken wir, was wir alles haben. Hier habe ich erst einmal den Monitor, was ursprünglich ja beim V-Pin das Backless, der hintere Monitor werden sollte. Der hat eine Bildschirmdiagonale von, Leute, lasst mich lügen, 60, ja, knapp unter 30 Höhe, 52 und eine Gesamtbreite von 56, naja gut, auf 60 hätte ich gehen können, hätte also noch ein kleines bisschen größer sein können, aber hätte ich wieder einen kaufen müssen und das wollte ich nicht. Aber jetzt Cartonara. Tja, womit fangen wir an? Arcade-Automat, das wichtigste, Steuereinheit. Ich habe mir hier ein Joystick-Set bestellt eben. Die ganzen Druckknöpfe, alle beleuchtet. Jetzt sieht man das hier unten wieder nicht. Machen wir es anders. So, also die ganzen Druckknöpfe oder Buttons, genau Buttons, Anschlusskabel etc. pp. Das sind die Joysticks selber mit Mikroschaltern. Dann sind hier kleine Platinen drin dabei. Ja, aber da kommen wir etwas später auf das Ganze zurück. So, dann schmeiße ich das mal schnell wieder im Karton rein. Dann, was kommt raus aus dem Wunderkarton? Eine RGB-Stripe. 3 Meter, die war auch nicht so arg teuer. 11 Euro oder was. Das ist dann oben drin für die Beleuchtung. Hier kommt schon eine Grundierung für Holz- und MDF-Platten.
Dann habe ich hier Schubladen, Schienen, Push-In oder Push-Open, wie man sagen will. Und da habe ich auch noch was vor damit. Dann haben wir hier eine Mini-Tastatur. Also das Teil ist echt mini, wird aber vollkommen ausreichen. Hat hier Touchpad dabei, Mausradel, sollte ausreichen. Bin ich auch gespannt, wie das Ding funktioniert. Das Ganze wird mit dem Raspberry Pi, dann verbunden. Aber machen wir hier mal weiter. Hier habe ich mir noch ein paar Möbelfüße gekauft. Die kommen dann unten, ganz klar. Dann, was habe ich hier drin? Eine 120er Lochsäge. Legen wir gleich zum Werkzeug über. Dann habe ich hier Zinschkabelverlängerungen. Das sollten zwei Stück sein. Jawohl. Jetzt weiß ich, was ich noch vergessen habe. Die Lautsprecher liegen nach vorne. Dann habe ich hier noch ein komplettes Lochsägeset mir geholt. 68, 74, 80, 90 und 100 mm. Auch zum Werkzeug über. Was habe ich hier drin? Hier habe ich zwei 120er Lüfter mit USB, damit uns da drin nichts den Hitzetod sterben kann. Also ihr seht es vielleicht jetzt schon, ich habe wieder ein bisschen übertrieben mit dem ganzen Graffel, was ich mir da eingekauft habe. Dann beim TUM, kann ich nicht einmal sagen, 12, 13 Euro haben die gekostet, ein Türscharnierle. Wäre normal auch nicht nötig gewesen. Dann habe ich hier noch ein USB-Verlängerungskabel. Dann kommt hier noch eine LED-Stripe raus. USB, für was war die gedacht? Genau, das soll meine Background-Beleuchtung werden. Hinter dem ganzen Kasten dann. Dann habe ich hier einen Mini-HDMI auf HDMI-Adapter. Eine Steckdosenleiste, schaltbar. Gut, den Schalter hätte man jetzt nicht unbedingt dabei gebraucht. Mit USB-Anschlüssen. Die USB-Anschlüsse sind dann schon belegt von dem LED-Stripe und den zwei Lüftern. Braucht man nämlich kein extra Netzteil dann dafür. Dann habe ich hier noch so eine USB-Einbaubuchse. Wenn man mal das ganze Ding updaten will oder irgendwas, kann man dann von außen ruckzuck einen USB-Stick einstecken. Ja, oder im Zweifelsfalle das Handy laden, wenn es unbedingt sein muss. Dann habe ich noch für die Türe so auch so Push-Öffner, also sprich einmal dran getatscht, geht die Türe auf. Also lauter Spielereien, Leute. Dann habe ich hier für die vordere Kante so, so ein Rot-Orange, so ein T-Moll-Dings-Kante. Wird einmal um den kompletten Automaten rumlaufen. Dann habe ich hier noch, wie heißt das? Oh Gott. Ein Scheibennutfräser. Das ist eben, damit ich außenrum die Nut reinfräsen kann. Das, was wir beim V-Pin oben gemacht haben. Bloß halt jetzt ein richtiges Werkzeug dazu. Ich hoffe, dass ich damit zurechtkomme. Ja,
zum Werkzeug dazu. Dann habe ich mir hier so Lüftungsgitter, ich sag Lüftungsgitter, organisiert. Die werde ich außenrum verteilen. Wird bestimmt ganz witzig aussehen. Dann habe ich hier noch einen Kaltgeräteanschluss. Und irgendwo müssten dann noch Schalter sein, auch beleuchtet. So, dann eine Steckdose noch für innen. Also da gehe ich dann vom Kaltgerätestecker auf den Schalter und dann auf die Steckdose und dann kann man das ganze Ding stromlos schalten. Tja, dann geht es hier schon weiter. Dann habe ich noch ein paar Platinenfüße mir organisiert. Das werdet ihr dann im Laufe des Videos sehen, für was ich die verwende. Hat mir bei anderen Videos gar nicht gefallen, wie die Leute das gelöst haben. Hier habe ich nochmal Buttons, Coin-Buttons und One- und Two-Player. Ja, das Set, was ich da gekauft habe, hatte eben andere dabei, nicht solche. Gibt es aber mittlerweile wieder, wo alles in einem mit drin ist. Ja, und dann habe ich hier noch diverse Schrauben, wo ich noch ein paar bestellt habe, wo ich noch drauf warte. Dann habe ich hier so ein sogenanntes Bullauge, habe ich mir selber gebaut. Dazu kommen wir dann gleich. Das erkläre ich dann, wie ich die Löcher so schön gebohrt habe. Naja, ein klein bisschen versetzt sind sie hier. Aber ja, ist alles Handarbeit. Zeige ich euch gleich noch genau. Dann haben wir hier das Netzteil für den Raspberry Pi. Oh Gott. Dann habe ich hier die Speicherkarte. Die habe ich kurz mal draußen gehabt, um sie auszulesen. Da bin ich aber nicht viel weiter gekommen. 256 GB. Mir hat sie bloß ein paar MBs angezeigt, was auslesbar waren. Liegt unter Umständen daran, dass da schon ein Image drauf ist. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Hauptdarsteller, dem Raspberry Pi. Den habe ich ja schon in der Mache gehabt, weil ich habe den gleich einmal in das kleine Gehäuse hier reingesetzt und habe den Lüfter drauf gesetzt. Ja, und genau dazu habe ich ein klein bisschen mitgefilmt. Das war auch ziemlich spät in der Nacht, wo ich das schnell mal zusammengebaut habe und kurz zu dem Raspberry Pi. Der hat 4 GB RAM, 4x 1,5 GHz, zwei Micro HDMI Ports, zwei USB 3.0 Ports, zwei USB 2.0 Ports, Gigabit LAN on Board, WLAN hat er glaube ich noch, Bluetooth, ach, und lauter so ein Käsekuchen. Ja, und wie gesagt, jetzt spiele ich das Video dazu ein und danach geht's mit dem Bullauge weiter. So Leute, Kühlkörper waren dabei, der hier okay, der hier war zu hoch, über das Schwarze drüber, sprich er wäre hier am Blech angestanden. Ja, den habe ich ganz einfach abgesägt und jetzt passt der und dieser Kühlkörper hier wäre ja normal hier drauf gekommen, der bleibt komplett weg, weil da haben wir ja den Ice Tower. Und der Heatpipe für den Kühlkörper hier, ja, müsste man eigentlich den Kühlkörper auch weglassen. Aber ich habe mir den ausgefräst und probiere jetzt, ob der da drauf passt. Ansonsten muss ich das noch ein bisschen weiter ausfräsen. Und wenn es passt, ja, dann kann ich ihn fertig zusammenbauen. Ach ja, auf das Pad hier
um ganz auf Nummer sicher zu gehen, tue ich noch hauchdünn ein bisschen was von der Wärmeleitpaste. Der Recipe wäre fertig montiert, sprich der Kühlkörper ist drauf, das Gehäuse ist dran. Unten haben wir jetzt die Gummifüßle da dran geklebt, also der steht recht fest. Gut, ich hätte ihn halt am liebsten noch mit zusätzlichen Platinenfüßen wirklich dann festschrauben wollen ursprünglich, aber wo soll man die festmachen? Nee, geht nicht. Pech gehabt. Naja, was soll's? Die Kühlkörper sind jetzt alle drauf. Ich hoffe, man kann das den da hinten drin so halbwegs erkennen. Ein bisschen von der Dichtmasse hat es rausgedrückt. Ja, in dem Video, wo ich mir da hier am PC angeschaut habe, da haben sie das Ding dann bloß so gehalten, da hat man gar nicht unten hingesehen. Also selbst in dem Bastelvideo da, wahrscheinlich das offizielle sogar, ein Tutorial-Video, haben sie beschummelt. Jetzt denke ich, dass das zu 100% funktionieren wird. Gut. Das Schöne ist, dass ich mir ja das Gehäuse und den zusammen bestellt habe. Oder was heißt das Schöne? Das Gehäuse ist normal mit einem Lüfter und hier ist ja der Lüfter verbaut. Sprich, ich habe noch einen Ersatzlüfter. Auch nicht schlecht. Ja. Dann werde ich das Teil jetzt in die... Ja, ich will wieder etwas später in die Schachtel reintun und erst einmal auf die Seite stellen, weil einstecken tue ich ihn jetzt nicht. Ja, dazu kenne ich mich noch zu wenig damit aus, ob man den dann einfach wieder ausstecken kann oder so. Da muss ich mich erstmal schlau machen oder ob man das Ding auch runterfahren muss. Leute, davon habe ich noch keine Ahnung, wie auch von der Software, von der ich auch noch keine Ahnung habe. Aber learning by doing. Und ey, das Ding sieht doch geil aus. Ach, genau, für was überhaupt das Bullauge? Ich möchte, dass man auf das geile Teil, der Lüfter ist auch beleuchtet, doch wenigstens einen Blick drauf schmeißen kann, wenn der ganze Kasten zu ist. Das ist doch das Mindeste. Ja, und die Scheibe habe ich ganz klar hier dann verbunden und durchgebohrt. Und dieses Teil hier habe ich mal auch im eBay bestellt gehabt. War eine komplette sogenannte Ronde. Ja, war eben so komplett, bloß mit dem Loch. Dazu habe ich mir dann eine Schablone gemacht, aufgezeichnet 100er Kantenlänge, dann Mitte ausgemessen, Diagonale, ja, dann die Löcher angezeichnet, dann habe ich die alle vorgebohrt, dann habe ich das Ding genommen, habe es hier drauf, habe dann erst einmal das Holz nicht das Holz zuerst, wie war denn das? Genau, in der Mitte ja auch das Loch gebohrt und dann erst einmal gerade durchgebohrt und dann das ganze Ding umgedreht und von der Rückseite dann die Löcher durchgebohrt. Ja, und dann mit der Scheibe wieder zusammen, wieder hier drauf, außen Schrauben rein, dass das Ding fixiert ist und dann die ganzen Löcher rein. Ja, und fertig war dann das Bullauge. Hier ist übrigens noch die Folie drauf, das ist eine ganz klar dann und ja, ich denke, es wird ganz witzig. Will ich dann auch einlassen, dass das eben ist. Und was habe ich jetzt noch vergessen? Folierung. Ich habe mir hier eine Folie bestellt. Jetzt wird
der eine oder andere sagen, das passt doch nicht zum Retro-Automaten, aber ich möchte ja nicht nur einen Retro-Automat haben, sondern es soll sich ja mit dem Jahr 2020 ein bisschen mit verbinden, mit der Neuzeit. Deswegen habe ich mal eine geile Carbonfolie bestellt. Ja, damit möchte ich das Ding dann komplett beziehen. Ob dann noch andere Elemente mit drauf kommen, so wie ein Yoshi-Aufkleber, Mario-Aufkleber, Mortal Kombat-Aufkleber oder sonst irgendwas, das wird dann die Zeit bringen und zeigen, weiß ich noch nicht. Wenn mir das Ding richtig gut gefällt, dann kann sogar sein, dass ich den V-Pin dann auch mit so einer Folie beziehe. Jo. Kostenpunkt für das ganze Zeug. Ursprünglich wär ich vielleicht mit 300-350 € hingekommen. Maximal. Ich weiß gar nicht, wo ich meinen Spickzettel hingeschmissen habe. Aber ja, dann kam halt noch einiges dazu. Stehkante, ja gut, hätte man lackieren können. 27,50 €, die Tastatur für 22 €, Steckdose, LED-Band, dann die Auszüge für die Schublade, was ja alles nicht notwendig gewesen wäre. Leute, ich will es gar nicht mehr wissen. Auf alle Fälle ist es ein bisschen mehr geworden, als ich ursprünglich geplant hatte. Aber das ist mir wurscht. Ich will einen schönen Automaten haben. Nee, ich glaube, ich werde es besser nicht zusammenrechnen. Nein, ich will es nicht wissen. Gut, dann werde ich mit den Seitenwänden anfangen. Da haben einige ja schon sich so Kisten gebaut und nach dem Plan habe ich mir das alles zusägen lassen. Ja, ich werde ganz einfach mal anfangen, kann man das so sehen, mit den Seitenteilen, die werde ich übertragen. Ja, und schauen wir mal, wie ich das hinbekomme. Und dann natürlich aussägen. Aber das, genauso wie das Board für die Joysticks und für die Buttons, das ist definitiv für die nächsten Folgen was. Weil wir haben es jetzt schon wieder. Leute, lasst mich lügen. 22,50 €. Also heute habe ich nicht mehr so viel Lust, was zu machen. Naja, vielleicht lege ich noch die Platten da drauf und fange noch das Zeichnen an. Aber ansonsten wird heute nicht mehr viel passieren. Und die Videos werden unterschiedlich lang, je nachdem, was ich zustande bringe am Abend immer. Und was ich sonst noch zu machen habe, wie Unkraut raus aus dem Hof, vorne abgraben, hinten aufgraben, also ausfüllen, einen Garten. Ach Leute, ich habe noch so viel nebenbei zu tun. Dann muss ich an der Terrassenüberdachung noch ein bisschen die Holzbalken komplett abschleifen, neu einlassen. Habe ich alles meinem Schatz versprochen, dass ich das mache. Ja, und infolgedessen kann sich das ein bisschen hinziehen jetzt mit diesem Projekt. Aber es wird langsam aber stetig weitergehen. Und ja, wem es nicht zusagt mit dem Automaten basteln, der soll die Videos einfach wieder überspringen. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich über jeden Aufruf. Und jeden, der unten drunter kommentiert, vielleicht Vorschläge mit einbringt oder sonstiges. Gut, das Material ist ja jetzt eigentlich schon alles soweit vorgegeben, was ich mache.
Hier oben drin existiert der Automat schon. Und gucken wir mal, was draus wird. Aber jetzt springe ich nochmal schnell vor und hole noch schnell die Lautsprecher, wo ich mal organisiert habe, und zeige die euch noch schnell, bevor ich das Video beende. So Leute, ich greife hier jetzt wieder zu einem Logitech System zurück, zum Z533, habe ich mir gebraucht bestellt. Im Nachhinein hätte ich mal lieber dasselbe bestellt, was ich beim V-Pin verwendet habe, aber egal, jetzt ist das da, es ist ein größerer Subwoofer drin. Was mir nämlich hier nicht gefällt, absolut gar nicht, es sind die Lautsprecher. Plastikgehäuse, Plastikklang. Ja, so muss ich das sagen. Ich werde mal gucken, wenn ich das Ding aufschraube, wie das dann aussieht, ob ich vielleicht nicht die Deckplatte direkt ins Holz einlassen kann und ja, mir hinten drauf dann einfach selber schnell ein Gehäuse draufzimmer. Ja, das ist jetzt mein Wunschdenken. Wie es im Endeffekt wird, werden wir im Laufe des Videos sehen. Ich werde hier auf alle Fälle erst einmal gucken, dass ich die aufschraube und mir die dann angucke. Was hier der Vorteil ist bei diesem System, was mir eben hier auch ganz gut gefallen hat. Außen liegen Lautstärkeregler und gleichzeitig hier noch mit dem Bass. Also das Ding kommt dann oben drauf, kann man oben drauf langen und dann die Lautstärke und den Bass regeln. Nicht, dass irgendwann einmal noch mein Schatz ankommt und mich erschlägt, weil das Ganze so laut ist. Ja, genau. Ja, dann sind wir schon ziemlich am Ende jetzt wieder von diesem, vom ersten Teil angekommen. Da drüben habe ich jetzt noch die Holzplatten aufeinander gelegt. Also die Seitenteile, die werden beide gleichzeitig ausgesägt dann. Warum? Dass sie identisch sind. Mhm. Ja, aber das wird definitiv der zweite Teil werden. Kurze Vorschau. Moment. Töm. Ja. Maße übertragen. Und dann sägen, was das Zeug hält. Also wenn ich morgen die Seitenteile fertig zurechtgesägt habe, bin ich eigentlich schon fast zufrieden und fix und alle mit mir und der Umwelt. Schauen wir mal, was der morgige Tag bringt. Ja Freunde, mit diesem Projekt begebe ich mich in Gefilde, in der noch nie der Grillschanki zuvor war. Irgendwie hört sich das nach Weltraum an. Nee, ich bin eben nicht so gut in Holzarbeiten wie die Scharniere setzen etc. pp. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Ich möchte auch hier wieder eine 100% Arbeit abliefern, wie beim V-Pin. Und schauen wir mal, ob es was wird. Naja, wenn nicht, ist Kacke. Aber ich mache dieses Mal komplett selber. In diesem Sinne würde ich mich jetzt über einen Daumen nach oben freuen. Ein geiles Kommentar unten drunter. Oder wenn es einen auf den Sack geht, kann das auch drunter schreiben. Ist mir auch egal. Solange man mich nicht beleidigt, bleiben auch die Kommentare stehen. Okay Leute, in diesem Sinne, bis zum nächsten Projekt Arcade Video oder Grillvideo, was natürlich nicht vernachlässigt wird. Ganz genau. Okay, hasta la vista. Kurzer Nachtrag, ich habe hier jetzt angezeichnet, gemessen wie ein Bekloppter. Tja, und hier runter wird gesägt, hier runter, darum, dann da den Bogen, gerade runter, wieder ein Bogen, zack, nach, schräg nach vorne, dann hier hinter, wieder ein Bogen und geradeaus runter. Tja Leute,
Die Anzeichnerei muss ich heute einfach noch machen. Und morgen werde ich mich mal im Sägen probieren und hoffen, dass ich das halbwegs vernünftig hinbekomme. Jetzt bin ich aber weg. Tschaikowski.